Telekom Innovation Laboratories oder auch kurz T-Labs sind eine gemeinsame Einrichtung der Deutschen Telekom und ausgewählter Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel die TU Berlin. Die Wissenschaftler und Experten arbeiten hier an Innovationsthemen im Bereich der Telekommunikationstechnologie. Dieses Jahr bei der Langen Nacht der Wissenschaft am 15. Juni möchten wir wieder Einblick in unsere Arbeit gewähren, insbesondere in den Bereichen Intelligence und Experience. Die Intelligence Group der T-Labs beschäftigt sich hauptsächlich mit drei Fokusthemen: Network Automation, Quantum AI und Intuitive UI. Wir schauen, wo überall im Konzern man Machine Learning als Technologie anwenden kann. Und um das an einem Beispiel zu verdeutlichen, zeigen wir bei der Langen Nacht der Wissenschaften 5G-Reflex. Und hier geht es darum, dass wir den Verkehrsfluss bei einer Ampelkreuzung an das Volumen tatsächlich in Echtzeit anpassen. Und wie man bei diesem Beispiel erkennen kann, wird die künstliche Intelligenz unser Leben in Zukunft massiv verändern. Und es geht aber hauptsächlich darum, wie die Technologie unser Leben angenehmer und einfacher machen kann. Das Kernthema Experience fokussiert sich in enger Zusammenarbeit mit diversen Geschäftsbereichen der Deutschen Telekom auf zukünftige Medientechnologien. Beispiele dafür sind neue Benutzeroberflächenkonzepte für Mediendienste, erweiterte und virtuelle Realitätstechnologien sowie neue Over-the-Top-Video-Delivery-Technologien. Die Rolle von Experience besteht darin, die Markteinführung neuer medialer Innovationen zu beschleunigen und MVPs zu erschaffen. Wir versuchen auf spielerische Art zu zeigen, wie die Stadtplanung mit VR-Anwendungen optimiert werden kann. Am Stand können die Besucher eine Fußgängerampel mit Mikroprozessor am Laptop programmieren und mit der VR-Brille als Teil der realen Ansicht platzieren und schalten. Als zweites Thema zeigen wir die Magenta VR-Services. Hier haben wir ein neues Videoübertragungsverfahren für 360-Grad-Videos integriert, das höhere Auflösung und damit deutlich bessere Qualität als bisher übliche Verfahren ermöglicht.